Moin, moin, Leute, was geht ab? Da ist er wieder. K.U., schön, dass ihr wieder dabei seid. Also, da ist sie. Ist sie nicht schön? Z900, allerdings die A2-Variante, 48 PS. Das heißt, das ist alles. Die Maschine ist für A2-Fahrer. Das heißt, wenn sie offen ist, hat sie 95. Es gibt noch eine separate Variante, die ist gleich offen, die Z900 mit 120 PS, glaube ich. Ich schreibe die korrekten Daten nochmal rein. Aber das ist die 48 PS-Variante für A2-Fahrer. Das ist eine Vierzylindermaschine mit 210 Kilo Fahrzeuggewicht. Was hat der Kollege gemacht? Der hat schon einen Sportauspuff dran bauen lassen. Der knallt ordentlich. Ich finde die Lackierung richtig geil, Jungs und Mädels. Einfach nur mal gucken. Eine Minute gucken. Und wenn wir jetzt die Z900, dann die ZH2 daneben stellen würden, dann würdet ihr sehen, wie ähnlich die beiden sich sind. Wir haben die Möglichkeit, die Federgabel vorne zu verstellen. Wir haben allerdings nur drei Modis. Wir haben keine Brembo-Bremsanlage. Wir haben hier eine Bremsanlage von Nissin. Ja, das ist aber nichts Schlechteres. Die bremst trotzdem. Ja, ist aber halt bloß was kostengünstigeres. Man muss halt von dem Fahrzeugpreis von 10.000 Euro Abstriche machen. Die Frage ist halt, was ist, wenn sie offen ist? Gehe ich den Kompromiss ein, nach 2 Jahren, wenn ich dann A2 habe, mit nur 95 PS rumzufahren? Das wäre jetzt den Kompromiss, den man eingehen müsste. Oder verkaufe ich dann das Fahrzeug und hole mir eine neue? Ja, das ist halt so ein Ding. Ja, was das Licht betrifft, wir haben hier sozusagen das Tagfahrlicht. Ja, 120er Reifen, Standard. Und ja, so viel Schnickschnack gibt es gar nicht. Ansonsten sieht dieser ZH2 sehr ähnlich. Ja. Der Lenker ist sehr breit. Uns fällt hier auf, nicht wie bei der ZH2. Hier ist nicht so viel um die Federgabel ringsherum gebaut. Das heißt, wir sehen, was die Federgabel macht. Ja, das sehen wir bei der ZH2 nicht. Auch die Griffe sind nicht von Brembo. Ja, das ist ein bisschen abgespeckter, aber das tut dem Ganzen gar nichts ab. Wir haben hier beim Kollegen schon neue Spiegel verbaut. Normalerweise wären die auch hier oben. Und genau. So, wir gehen direkt in den Sportmodus. Wir haben übrigens 94 Newtonmeter. Ja, die ZH2 hat 146 oder nee, 100, die ZH2 hat 139. Für den Preis finde ich, ist das eine geile Variante. Ist das eine gute Option. Und ich würde sagen, wir fahren einfach mal eine Runde. Wir haben dasselbe TFT-Display wie bei der ZH2. Ja, also wir können uns den Trip anzeigen lassen, also die gefahrene Strecke. Ja, fahren wir mal los. Geil, der Auspuff klingt geil. Und ab geht's. Der wartet bestimmt schon. Wir haben übrigens auch keinen Quickshifter und keinen Blipper. Wir müssen hier noch mit der Hand schalten. Also kuppeln und schalten, wie sich das eigentlich gehört. Sehr wendig. Geil. Ja, 70, ne? Wir werden ja ordentlich fahren. Boah, die ist richtig laut. Aber man merkt halt schon das geringere Gewicht. Sehr laufruhig. Ich drehe den Hahn voll auf. Also für 48 PS. Top. Top Motorrad. Das macht Spaß. So lernt man Motorrad fahren, würde ich sagen. Natürlich nach neuen Standards. Ja, da ist dann im oberen Bereich alles, was über 100 noch was ist, Ende im Gelände. Zumindest mit 48 PS. Aber das ist nicht schlimm. Mega. Das macht richtig Spaß, mit der Maschine zu spielen. Da kann man ein bisschen... Man hat noch Handlungsspielraum. Dadurch, dass sie nicht so viel Leistung hat, die ist überhaupt nicht ruppig. Ja, ganz entspannt. Super.
Hier haben wir auch die Blinker vorne, also oben, sehr weit oben. Bei der Z sind sie sehr weit unten. Geil, das macht Spaß. Sehr angenehm, ich habe überhaupt kein Gefühl von Angst oder so. Ich fühle mich sehr, sehr sicher. Also auch selbst in Schräglage, ich vertraue der Maschine. Ja, ich bin kein Kurvenkönig, das habe ich schon ein paar Mal gesagt. Natürlich haben wir hier auch ABS und ESP verbaut. Geil. Was soll man dazu noch sagen? Schönes Spielzeug. Wollen wir mal gucken, was die Bremse kann? Ne, lieber nicht, die ist neu. Geisteskrank. Sehr toll. Sehr, sehr schönes Motorrad. Ich würde sagen, wir gucken uns die Maschine nochmal neben der ZH2 an. Geil, fahrt sie unbedingt Probe. Also wenn ihr einen A2-Führerschein habt oder wenn ihr einen offenen Schein habt, probiert die Z900 aus. Sie ist nicht ohne Grundverkaufsschlager. Ja, dieses Jahr war es, oder letzten Monat glaube ich, im August, zweiter Platz mit den meisten neuen Zulassungen, Z900. Also lasst euch dieses Motorrad nicht entgehen. Fahrt mal Probe. Macht das. Das ist geil. So Leute, also der Tag ist wieder geschafft. Es war jetzt, denke ich, in Ordnung für die 900er mit den 48 PS. Ich werde mich darum kümmern, nochmal die große Variante zu fahren bzw. zu bekommen. Alles in allem kann ich das nur nochmal betonen, für das Geld ein Top-Motorrad, die Z900. Kevin ist auch gefahren und ist auch vom Glauben abgefallen. Also Material, Fahrwerk, die Fahreigenschaften, Motor, Ausstattung und so weiter und so fort. Alles in allem ein Top-Motorrad, nicht ohne Grund Verkaufsschlager. Und ja. Das sollte es erstmal gewesen sein für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da. Reingehauen. Atsche.